Jo, wir sind zurück hier bei unseren Drachen und legen natürlich erstmal los. Johann hat natürlich auch wieder fette Beute für uns. Von daher würde ich sagen, checken wir dann natürlich später auch gleich nochmal die Lage. Gucken dann natürlich nach, was der so für uns hat, ob wir da eventuell zuschlagen können. Aber da, ihr wisst ja, meistens oder ab und an braucht man natürlich Holz oder Fisch, um da eventuell irgendwie was zu kaufen. Von daher würde ich auch einfach vorschlagen, werden wir hier erstmal unsere Drachen absammeln, holen hier erstmal unsere Ressourcen drin ins Lager und dann werden wir gucken, was wir damit so veranstalten können. Ich meine, jetzt sieht es eigentlich ja nicht so verkehrt aus, aber doof ist natürlich, dass wir nicht mehr allzu viele Drachen haben, die hier noch Materialien sammeln. Oh, haben wir eigentlich alle losgeschickt? Der kann erstmal Holz sammeln. Nee, ich glaube nicht, weil die Wall hier unten ist unser maskierter süßer Tod. Da seht ihr, der sammelt nur 2 Stunden 35 Minuten. Das heißt natürlich, der ist natürlich schon wieder zurück. Aus dem Grund hätten wir den anderen auch losschicken können. Wollte ich aber nicht. Und aus dem Grund, denke ich, haben wir hier erstmal wieder alles richtig gemacht. Haben jetzt eigentlich erstmal soweit alle losgeschickt. Jo, so sieht's aus. So ist es. So, dann checken wir natürlich erstmal den Immerflügler, holen hier dieses komische Nest mit nach Hause und checken dann auf jeden Fall, nachdem wir den losgeschickt haben, erstmal hier die Drachen. Okay, was haben die für uns? Naja, doll ist nicht, ein paar Runen, doll ist nicht, wie ihr sagt, ich hoffe, naja, was kriegen wir? Zahnrad mit Sicherheit. So, dann checken wir natürlich den nächsten, hier sind nur noch 2 zurück, das ist natürlich auch erstmal wieder nice für uns. Gehen wir erstmal auf den Zahnhaken, gucken erstmal, was wir da bekommen können. Hier natürlich auch nochmal gucken, was wir hier das Ei begutachten. Wollen wir das einfach mal machen? Gucken einfach mal. Oh, das Paket, das wäre natürlich eine noble Sache. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da irgendwie zuschlagen könnten. So, unser ohne Zahn ist natürlich noch ein Tour. Ihr habt natürlich im letzten oder im vorletzten oder davor, keine Ahnung, Let's Play, habt dann natürlich gesagt, ja, schickt deinen ohne Zahn auf jeden Fall nicht mehr auf die Reise oder erstmal nicht. Andere sagen natürlich wieder, ja, schicken auf die Reise. Aus dem Grund will ich von euch einfach nochmal wissen, was hätte ich machen sollen. Ich will natürlich hier meine Sammlung vervollständigen. Ich will den großen Überwilden haben. Aus dem Grund bin ich jetzt, glaube ich, gerade dabei, hier unten diese komische Axt zu suchen. Klar, wir haben hier natürlich auch noch was zu suchen, müssen bei Johann natürlich auch noch ein bisschen was kaufen. Von daher wird es natürlich nicht so leicht für uns. Ich weiß noch nicht, wie ich agieren soll, aber ich denke, das wäre auf jeden Fall erstmal das Sinnvollste, hier irgendwie den großen Überwilden freizuschalten und den ohne Zahn nicht auf die Reise zu schicken, nicht zu trainieren, beziehungsweise, wenn irgendein Event ist, können wir den natürlich auch um Event losschicken. Und das sage ich euch ganz ehrlich, mache ich auch, weil ich denke, das ist das Sinnvollste, was man machen kann in so einem Event. Erstens kann man Dracheneier bekommen und wenn man die eventuell dann doch schon am Start hat, kann man auf jeden Fall auf Ressourcenjagd gehen, also besser kann man keine Ressourcen bekommen. Aus dem Grund denke ich auf jeden Fall, dass es extrem sinnvoll wäre. So, wie gesagt, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir checken erstmal Johann, gucken hier rein. Naja, für 50 Runen könnten wir hier zuschlagen. Wollen wir einfach kaufen oder wollen wir nicht kaufen? Ich habe noch nie was für Runen gekauft. Ich weiß nicht, kauft ihr hier was für Runen oder sagt ihr nö? Also für Runen kaufe ich hier auf jeden Fall ja nicht. Wie gesagt, würde ich gerne mal von euch wissen, wie ihr das handhabt, wie schnell. Ich meine, dauert ja auch eigentlich sonst eine extrem lange Zeit, um hier die Ressourcen bzw. die Gegenstände irgendwie zusammenzubekommen. Ich meine, die Gegenstände, seht ihr selbst, die kann man natürlich nur hier bei Johann bekommen. Aus dem Grund kann man die eigentlich nur kaufen oder eben für Holz oder Fisch kaufen. Also wie gesagt, entweder für Runen oder für Holz oder Fisch bevorzuge ich natürlich. So, dann was machen wir dann? Wir können auf jeden Fall in den Fight gehen. Gehen auf jeden Fall auch gleich nochmal eine Keilerei. Hier auf Berg haben wir erstmal nicht so wirklich was zu tun. Aus dem Grund können wir erstmal die Akademie checken. Da sind nur noch 3 Drachen im Training. Das heißt für uns natürlich, ja, trainieren können wir leider keinen, aber eigentlich ist es doch ja nicht so verkehrt für uns. So, dann checken wir hier erstmal Valka. Da können wir auf jeden Fall noch einen Drache zu Valka schicken. Ich weiß nicht, wen wollen wir nehmen. Ich würde sagen, dann nehmen wir ihn für jeden Tag 6 Stunden oder so. Also das finde ich auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir das machen könnten. Jeden Tag 3 Stunden. Was ist das? Jeden Tag 6 Stunden. Ich würde sagen, das machen wir. Werden den erstmal losschicken. 10 Eisen kostet der Spaß. Dann müssen wir uns natürlich erstmal wieder ihn suchen, den wir hier irgendwie zum Material holen schicken können. So, was haben wir hier? Die schnappende Falle. Naja, die hat natürlich holztechnisch nicht so viel am Start. Von daher müssen wir hier erstmal weiter gucken. Wir könnten aber auch sagen, wir nehmen irgendeinen, der Fisch sammelt. Den lassen wir Holz sammeln.
würde sagen, sammelt der erstmal Holz, sammelt der hier Fisch und dann passt das eigentlich wieder. So, dann haben wir unsere Drachen erstmal wieder neu losgeschickt. Dann würde ich sagen, wären wir, bevor wir hier die Pakete einsammeln, na gut, eins müssen wir auf alle Fälle einsammeln. Das machen wir auch erstmal. Checken hier erstmal ab, was so geht. Okay, viermal den Holzklau. Da haben ja auch viele von euch gesagt, ja, nehmen die mit in den Kampf. Ich habe natürlich im letzten Let's Play, ich glaube im letzten Wart, da habe ich auf jeden Fall mal meine Drachen so ein bisschen getauscht, habe damit auf jeden Fall keine gute Erfahrung gemacht. Aus dem Grund habe ich natürlich mein altes Team wieder mal am Start. Aber ich habe mir überlegt, ach, heute werde ich hier wieder mal was ändern. Ich gucke mir mal den Holzklau an, überlege natürlich den einzusetzen, weil die Wall greift alle gegnerischen Drachen an. Das Doofe ist, da gibt es natürlich Drachen, die bessere Attacken, also muss ich ganz ehrlich sagen, deshalb denke ich auf jeden Fall ist der Windknirscher mega cool. Klar, man braucht auf jeden Fall 5 Aktionspunkte, um hier die Spezialattacke irgendwie rauszuhauen, also wenn man hier auf Info geht, sieht er natürlich hier, warum man 5 wird, aber das Coole ist, alle gegnerischen Drachen können erst angreifen, wenn sie selbst angegriffen wurden, also das ist natürlich richtig nobel, verlangsamt alle gegnerischen Drachen und zieht ihnen auch noch Lebenspunkte ab und so ja allen dreien, also besser kann es eigentlich nicht laufen, aus dem Grund denke ich, muss ich den auf jeden Fall mit im Team haben. Klar, die Aktionspunkte sind schon mega mies. So, dann gucken wir hier natürlich nochmal nach. Wen haben wir da? Da haben wir den Donnertrommler. Gehen wir nochmal auf Infos. Ich wollte gerade da oben drauf hin. So, dann können wir uns die Attacke nochmal angucken. Spezialfähigkeit blockiert von alle gegnerischen Drachen. Das ist natürlich auch eine noble Sache. Ich meine, was willst du mehr? Also, wenn du das schnell raushaust, haut das auf jeden Fall hin. Ich muss natürlich auch sagen, man muss immer so abwägen. Also, ich brauche keine 3 Drachen, die eine extrem geile Spezialattacke haben, weil total Quatsch ist, denke ich, weil da braucht man dann lieber einen, der natürlich so gut Bambule macht, weil die Aktionspunkte sind ja dann natürlich auch leer, wenn man hier so eine Spezialattacke raushaut. Aus dem Grund bin ich eigentlich immer so der Freund von höchstens 2 Drachen, die eine starke Spezialattacke haben. Also das denke ich. Ich weiß nicht, wie handhabt ihr das? Würde ich mal gerne von euch wissen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Blockiert, Spezialfähigkeit blockiert alle gegnerischen Drachen. Und dann können wir einfach uns mal nochmal, wen gucken wir uns nochmal an? Wo haben wir den? Den Zipper verursacht Schaden an alle gegnerischen Drachen. Ich würde sagen, den nehmen wir einfach nochmal mit drin. Tauschen wir gegen den. Und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was so geht. Ob wir mit dem Team auf der Reihe kriegen, kann ich euch natürlich nicht versprechen. Den Dagos Grill finde ich natürlich auch mega geil. Also ist natürlich auch ein fetter Drache, hat eine fette Spezialattacke, aber die braucht natürlich 5 Aktionspunkte. Genauso wie die beim Windknirscher. Von daher ist das nicht so vorteilhaft, muss ich sagen. So, dann würde ich sagen, gehen wir so erstmal in den Kampf. Könnten natürlich nochmal den Knochenräuber. Ich weiß nicht, viele sagen von euch natürlich, ja, der normale Knochenräuber ist mega geil. Ich sage auch, ja, ich finde ihn auch cool wie die Sau. Aber ich würde natürlich auch gerne mal von euch wissen, wie ihr das seht, was ihr dazu sagt. Also welchen findet ihr cooler, den normalen hier oder eben den Elite-Drache? Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Ich meine, hier sehe ich natürlich, das greift verringert nur eine Verteidigung. Okay, einen gegnerischen Drachen. Aus dem Grund ist der natürlich mies, wenn ich hier auf dieser Attacke. Alle und hier auch alle. Das ist natürlich auch mega genial. Aus dem Grund ist es natürlich vielleicht auch sinnvoller, den Knochenräuber für den wahnsinnigen Zipper mitzunehmen. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Ich würde sagen, das werden wir auch erstmal tun. Nehmen den normalen Knochenräuber erstmal für den mit und gucken einfach mal, was so geht, ob wir hier eine Chance haben. Ich meine, außerdem sollte man auch darauf achten, wie man die Drachen hier platziert, wie hintereinander. Ich meine, da habe ich natürlich selbst auch nicht so den Plan. Aus dem Grund würde ich mal gerne wissen, wisst ihr, ob es darauf ankommt, wie die Drachen starten, dass man natürlich gucken kann, ja, der Knochenräuber braucht natürlich nur insgesamt, seht ihr selbst, 3 Aktionspunkte, dass man den vielleicht an dritter Stelle hat, dass man dann gleich die Special-Attacke raushauen kann. Also wie gesagt, würde mich mal interessieren, ob ihr davon eine Peilung habt. Wir gehen erstmal eine Keilerei, suchen uns erstmal den nächsten Gegner und gucken einfach mal, was das neue Team so sagt. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall ein harter Fight für uns. Ich glaube, so leicht wird es auf jeden Fall nicht, aber wir probieren es erstmal aus, gucken einfach mal, was hier so geht und lassen uns auf alle Fälle am Ende überraschen. Das ist natürlich mies, dass der Knochenräuber schon mal angegriffen wird, aber ist egal. Mit dem starten wir das natürlich auch nicht so vorteilhaft, da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Dann können wir hier aber gleich nochmal einen raufhauen. Das machen wir auch. Ich glaube, das ist mega mies. Ich hoffe, der nimmt seine Spezialattacke. Nee, nimmt er nicht. Jetzt nimmt der bestimmt seine. Ey, ist das ein Spacko, Alter.
Das ist natürlich mega mies gelaufen. Aus dem Grund hätte ich natürlich meinen Knochenräuber auch an dritter Stelle sehr, sehr gerne gehabt. Aus dem Grund ist es natürlich, wie gesagt, extrem bitter für uns. Also ich glaube, so haben wir keine Chancen, hier einen Sieg zu holen. Ich denke auch, so kriegen wir auf jeden Fall ganz schön derbe auf die Mütze. Also ich glaube, da können wir nicht dran rütteln. Das Doofe ist, der Knochenräuber, der ist jetzt bald wieder dran. Ne? Und wenn er dran ist, kann er natürlich gleich nochmal seine Aktion hier raushauen. Holt er aber nicht. Ich weiß nicht, wie viele Runden geht das überhaupt? Ey, jetzt haben wir schon den ersten verloren. Jetzt sind wir erstmal dran, ne? Ey, warum den nicht? Greifen wir den erstmal an, würde ich sagen. So, und jetzt haben wir unsere Spezialattacke. Werden die natürlich gleich nochmal angreifen und haben damit, glaube ich, eventuell so ganz gute Karten. Also ich denke, das sieht eigentlich ja nicht so verkehrt aus für uns. Wir können den jetzt erstmal weghauen. Aber wir hauen erstmal den, hätte ich natürlich viel lieber weggehauen. Wir greifen erstmal den hier an. Greifen jetzt den an. Oha, jetzt kriegen wir natürlich auf die Mütze, denke ich. Das war nicht so cool. Unsere Spezialattacke ist natürlich am Arsch. Nein, jetzt macht er uns mit Sicherheit platt, kann ich mir vorstellen. So sieht's aus, haben wir verloren, war auf jeden Fall ein bitterer Fight, kotzt mich gerade ein bisschen an, ich glaube, naja, unser Knochenräuber war auf jeden Fall irgendwie, naja, falsch aufgestellt. Ich meine, wenn man den schnell rauskriegt, dann kann man damit auf jeden Fall gut siegen, muss ich sagen. Aber ich denke, irgendwie mein bestes Team ist auf alle Fälle immer noch das gleiche. Und zwar würde ich sagen, nehmen wir den Dagos Grill zurück, wählen den aus und nehmen den hier auf jeden Fall mit drin. Weil ich muss sagen, der hat auch eine relativ starke normale Attacke. Das ist eigentlich auch sehr, sehr wichtig aus dem Grund. Würde ich sagen, probieren wir es so einfach nochmal aus. Gucken einfach mal, ob wir mit den dreien hier auf die Reihe kriegen. Also ich meine, versprechen kann ich nicht. Wir probieren es aus, wie ihr sagt, und lassen uns einfach mal überraschen. Klar, kommt natürlich immer auf den Gegner drauf an, aber wie ich sehe, ist es natürlich auch wieder eigentlich ja nicht so leicht für uns. Also könnte auf jeden Fall schnellstmöglich nach hinten losgehen, weil ich sage, gerade sehe, der Holzklaus am Start und der wahnsinnige Zipper sind natürlich zwei extrem harte Drachen. In der Mitte ist der Sturmschneid, oder? Naja, müssen wir mal gucken. Also das wird auf jeden Fall nicht so leicht für uns. Ich glaube, hier könnten wir ganz schön auf die Mütze kriegen. Ich meine, vom Level her, beziehungsweise von der Stufe, seht ihr natürlich auch, dass der Gegner eigentlich extrem gute Karten hat, hier einen Sieg nach Hause zu schaukeln. Wir greifen den erstmal an. Alter, wie geht der denn ab? So, dann hauen wir auf jeden Fall erstmal ihn weg. Das ist natürlich sehr, sehr gut für uns. Können jetzt hoffentlich gleich nochmal angreifen. Das reicht natürlich nicht, um den Platz zu machen. Aber jetzt kann man platt machen. Das ist natürlich nice. So, dann hauen wir den natürlich erstmal weg. Müssen jetzt gucken, wie es weitergeht. Der pennt noch, unser Gegner. Das ist natürlich für uns so erstmal sehr, sehr gut. Da könnten wir uns so erstmal gesund machen, wenn wir wollten. Aber ich würde sagen, das wäre Quatsch. Ich will natürlich meine Spezialattacke einsetzen. Oder eigentlich ist es ja nicht so ein Quatsch. Wir machen den erstmal wieder gesund. Greifen den jetzt gleich nochmal an. Können jetzt eigentlich gleich nochmal so rauf gehen.
geben den gleich nochmal eine mit und haben dann hoffentlich den Sieg in der Tasche. Also ich glaube anbrennt. Alter, was? Der ist wieder gesund geworden. Heftig Ding. Aber ist egal. Brauchen wir uns eigentlich nicht mehr so wirklich eine Platte machen. Also ich glaube, den Sieg haben wir in der Tasche. Der Gegner kann nicht mehr wirklich was machen. Jetzt ist Schicht im Schacht. Wir haben den Sieg in der Tasche. Das ist natürlich erstmal richtig geil gegen Pablo Fight. Haben wir gezockt. Hatten wir auf jeden Fall auch ein bisschen Glück. Muss ich ganz ehrlich sagen. Plus 25 Pokale. Die nehmen wir natürlich mit. Und das nächste 3-Stunden-Paket haben wir hier auch am Start. Das ist natürlich nice. Ist natürlich cool für uns. So, dann würde ich sagen, sammeln wir das erstmal ein. Beziehungsweise fangen erstmal an, das freizuschalten. Könnten jetzt natürlich noch mal gucken, was haben wir hier in unseren Paketen. Ich würde sagen, wir fangen hier erstmal an. Oh, der Sturm schneit, den kriegen wir jetzt auf Stufe Nummer 10. Dann haben wir hier natürlich den wahnsinnigen Zipper noch mal zweimal mit dazu bekommen. Den Donnertrommler hoch zweimal. Dann den Dagos Grill, einmal ist natürlich nice. Gucken wir hier gleich noch mal rein, was gibt es hier, was können wir hier bekommen. Nochmal den Sturmschneid, alles klar, den rauchverschwindende Qualm dreimal und nochmal den Dagos Grill, alter Schalter, richtig geil. Dann haben wir hier natürlich noch unser Häuptlingspaket, da würde ich sagen, gucken wir da natürlich auch nochmal rein. Kriegen hier erstmal den normalen Skrill neunmal, den wahnsinnigen Zipper neunmal, den brauchen wir nur noch zweimal, um den weiter zu leveln. Dann den Donnertrommler 14mal, alter, was geht denn hier ab, das ist natürlich heftig. Und den Dagos Grill auch noch einmal mit dazu, von daher sieht es da natürlich wieder mal megamäßig cool aus. Können wir jetzt natürlich erstmal unsere Drachen pimpen. Pimpen hier erstmal den Skrill, werten den auf. So, sehr schön. Dann nehmen wir hier erstmal natürlich wieder mal zurück und werten natürlich den Donnertrommler auf. Wollen wir den jetzt mit in den Kampf nehmen? Das ist natürlich mega geil. Eigentlich brauche ich den mit am Start. Ich würde sagen, den probieren wir auch gleich nochmal aus. Nehmen den auf jeden Fall nochmal mit in den Kampf. Ich weiß natürlich noch nicht, wie wir das machen. Für wen war den? Für den Dagos Grill? Ah, der Windknirscher, ich weiß es nicht. Eigentlich bleibt nur einer von den Bienen übrig. Also den erschütternden Rüttler will ich auf jeden Fall mit am Start haben. Aus dem Grund weiß ich natürlich nicht so genau, wie ich das machen soll. Weil doof ist natürlich, wenn ich hier auf Info gehe, sehe ich natürlich, dass der hier natürlich auch Schaden macht, aber das ist natürlich nicht so prallig. Meine, was hat der Dagos Grill für eine Attacke? Hat er die gleiche? Jo, der hat die gleiche. 4. Wenn man mal gucken, 838, 59, 59. 59, 17, 70. 17, 70. Alter, die sind so ja beide gleich, nur dass der... Gucken wir gleich nochmal. Alter, das ist ja auch geil. Entfernt Angriffspunkte vom Gegner. Ist natürlich auch megamäßig cool. Also wie gesagt, weiß man nicht, was man machen soll. Also ich denke, beide sind nicht verkehrt. Aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal den Donnertrommler. Wählen den natürlich erstmal aus. Und nehmen dafür den Dagos Grill raus und probieren so mit den dreien erstmal aus. Klar, ich muss jetzt natürlich erstmal wieder überlegen, wo und wer ich dann, wie platziere ich die am besten. Ich weiß nicht. Wollen wir es einfach nochmal so lassen? Ich weiß nicht, ob sie dann gleich stehen. Ich würde natürlich gerne... Ich probiere einfach aus. Nehme hier den Dagos Grill mal rein. Dann nehme ich den Donnertrommler für den hier. Der hat nämlich vorhin angefangen. Und dann nehme ich den Windknirscher für den. So, probieren wir es so einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob es so besser ist. Keine Ahnung, vielleicht ändert sich das auch immer. Also ich bin mir da nicht ganz so sicher. Wir können hier auf jeden Fall erstmal nochmal rein gucken. Können wir mal gucken, ob wir noch ihn pimpen können. Jo, können wir ja. Der Sturm schneit. Den werten wir natürlich auch erstmal auf. Alter, das ist natürlich auch mega geil.
Der Sturmschwert ist natürlich auch mega krank. Ich weiß nicht, ist der so besser als der Donnertrommler? Kann ich euch nicht sagen, kann ich nicht versprechen. Also, wie gesagt, ich finde sie mega geil, alle Bede. Weiß natürlich nicht, wen ich einsetzen soll. Ich lasse jetzt erstmal so, je, jetzt erstmal nochmal eine Keilerei, weil die Wahl, ich will natürlich wissen, ob der Team hier irgendwie was taugt. Also, keine Ahnung, vielleicht nehme ich danach auch wieder den Dago Skrill mit ins Boot, weil ich sage, naja, so cool war die jetzt nicht. Also, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. So, dann legen wir auch erstmal los, kriegen natürlich erstmal hier vor der Nuss. Oh, ob wir das schaffen, kann ich euch nicht mal versprechen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf den hier hinten rauf. Vielleicht hätten wir auch erst auf den in der Mitte rufen sollen, ich weiß es nicht. Alte Scheiße, die gehen auf jeden Fall gut ab, die Typen. So, was macht der jetzt? Okay, jetzt sind wir dran, ne? So, dann greifen wir die natürlich erstmal alle an. Klar, es ist natürlich extrem bitter, dass wir den erschütternden Rüttler nicht mehr mit am Start haben, aber wir müssen jetzt das Beste draus machen, müssen natürlich erstmal probieren, den hier platt zu machen. Nein, jetzt kann er so einsetzen. Alter, was ist das für ein Spacko? Ich weiß nicht, ob es reicht, ob wir Glück haben. Jo, wir haben am Ende Glück. Richtig geile Sache, richtig fette Ding. Also ich hätte nicht mitgerechnet. 9612 hatte der Marco Maugeri. Alter, den haben wir richtig abgezogen, den Typen. Halleluja, plus 60. Richtig noble Ding. Alter, war das ein Fight? Das war natürlich mega krank, muss ich sagen. Alles klar, alles super, alles schick. Richtig geile Sache. Richtig fette Ding. Also ich bin natürlich happy wie die Sau. Ich würde sagen, am liebsten würde ich noch einen Kampf machen, aber ich würde sagen, nee, das machen wir nicht. Wir lassen uns den erstmal, was ist denn hier los? Achso, weil wir das gerade öffnen. Ich würde sagen, wir lassen uns den Platz erstmal frei für den nächsten Fight, für das nächste Let's Play. Aus dem Grund würde ich mich erstmal wieder verabschieden. Ich meine, veranstaltet haben wir hier genug heute, würde ich sagen. Und außerdem habe ich hier alles abgearbeitet, was ich abarbeiten konnte. Aus dem Grund sind wir für heute erstmal wieder durch. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ihr hier ein Like da lasst, einen Kommentar oder eventuell ein Abo. Wäre natürlich nice, wie die Sau. Über das Teilen meines Videos würde ich mich natürlich auch absolut derbe freuen. Aus dem Grund, macht einfach, was ihr wollt. Ich würde mich freuen, wie ihr sagt. Haut da rein, bis dann. Tschüss.